Hallo. Hallo. Ich sehe hier ganz ursprüngliche Bausteine. Sieht ja noch ganz normal aus, aber dann schon ein Smartphone daneben. Gibt es eine Verbindung? Ja, wir verbinden klassisches Holzspielzeug mit Hightech. Ja. Und hier im Holz sind unsichtbar Magnete und Sensoren versteckt. Und diese Sensoren sind per App steuerbar. Mhm. Also ich kann, soll ich mal eins programmieren? Gerne. Wir wählen jetzt das Pferd. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. So, mit dem Lied. So, jetzt sagt er gleich. Jetzt können Sie mal versuchen. Pferd? Ja, wir halten es mal nach der Anleitung. Also, müsst ihr das jetzt halten? Also magnetisch, oder? Genau, es hält unten, es gibt dann immer einen Punkt, wo es magnetisch hält. Das ist jetzt noch, ich glaube, der Magnet hält an den anderen noch nicht, genau. Ja, so. Okay. So. So, und jetzt das letzte, genau. Letztes Stück noch hier. Ja. Genau. Jetzt hört man schon, genau. Pferd ist lebendig. Ja. Und auch das kann man jetzt wieder programmieren. Das kann man jetzt anders. Was noch neu ist, ist, dass ich den Ablauf und die Spielzeit auch auf dem Handy, auf der App lesen kann. Das heißt, ich bekomme also Informationen, wie lange hat das Kind gespielt, was hat es gebaut. Interessant auch für therapeutische Zwecke oder auch für ältere Menschen. Also es ist auch ein Spielzeug, was man da auch nutzen kann. Bei dem Pferd ist jetzt eben ist schon etwas schwieriger zu bauen. Das ist dann ein bisschen für ältere Kinder. Dabei könnte man sich vorstellen, man macht vielleicht ein Abendritual daraus. Wir bauen das Pferd zusammen. Das erzählt noch eine gute Nachtgeschichte. Diese Geschichte kann ich mir dann runterladen per App. Im Starter-Set Farm sind 8 Steine drin mit 2 Sprachversionen, Lieder, Geschichten und Geräusche. Ich kann dann weitere Sprachversionen, Französisch, Russisch, Chinesisch, wie auch immer. Was kostet das Einsteiger-Set? Wir haben noch keinen Preis festgelegt. Wir haben vor, in der Limited Edition Mitte des Jahres auf den Markt zu gehen und dann wirklich in Serie Richtung Ende des Jahres. Als Startup, wie geht man da vor, wenn man auf den Markt gehen will? Wie muss ich das verstehen? Mit Naivität und Größenwahn, dass wir einfach gesagt haben, wir erfinden das jetzt. Wir sagen, von Müttern erfunden, von Nerds entwickelt. Wir haben die Idee gehabt, haben uns Leute gesucht im Institut für künstliche Intelligenz, Techniker, Ingenieure, verschiedene Leute, die jetzt in unserem Team mit sind, die das weiterentwickelt haben. Wir haben gepitcht in verschiedenen Wettbewerben, man ist auch ein Investor. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Wir sind 12 Monate dabei mit der Idee. Wir haben vor 4 Monaten gegründet und gehen echt mit Vollgas gerade rein. Dabei wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel Erfolg. Tolle Vielen Idee. Dank. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss.